Guten Morgen aus Berlin, die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 847 neue Fälle sind gestern registriert worden. Im Vergleich zur Vorwoche ergibt sich ein Minus von 12%. Das ist der erste Rückgang seit genau 4 Wochen. Auf vermindertem Wochenendniveau zwar, aber immerhin. Sachsen meldet gestern überhaupt keine Zahlen. Auf den Vorwochenvergleich hat das aber keine Auswirkungen, weil der Freistaat auch schon am letzten Sonntag sich die Zahlen gespart hat. Trotz des Minus bei den Fallzahlen im Vorwochenvergleich steigt die 7-Tage-Inzidenz erneut von 17,5 auf 17,8. Das ist dies der 27. Anstieg in Folge, mit Abstand vorn im Bundesländervergleich. Weiter die Länder Hamburg mit 33 und Berlin mit 27. Unter den 412 deutschen Stadt- und Landkreisen gibt es nur 5, die eine Corona-Inzidenz von 0 aufweisen, nämlich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie die kreisfreien Städte Jena, Eisenach, Memmingen und Schwabach. Es ist gestern ein einziger Corona-Toter gemeldet worden. Bundesweit insgesamt waren wir damit in der vergangenen Woche bei 133 Verstorbenen. Im Kalenderwochenvergleich gab es nach dem Anstieg in der Vorwoche wieder einen Rückgang. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt um 4%. Im Vorwochenvergleich fällt das Plus immer noch hoch aus. Es liegt mit 27%, nun aber auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Juli. Die Verdopplungszeit steigt dementsprechend von 18 auf 20 Tage. Das heißt, hält die aktuelle Dynamik an, würde es knapp 3 Wochen dauern, ehe sich die Zahl der aktiven Fälle verdoppelt hat. Kurven mit den Vorwochenvergleichen von aktiven Fällen in Deutschland und dem 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle. Sie sollen die Dynamik des Infektionsgeschehens abbilden. Beide deuten weiterhin auf eine starke, aber aktuell zumindest nicht mehr stärker werdende Dynamik hin. Mehr als jeder zweite neue Corona-Fall war auch gestern zwischen 15 und 34 Jahre alt. Die Altersklasse U15 war ebenfalls wieder überproportional vertreten, wenn auch nur leicht. Das sollte es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.